Hey ho da draußen, herzlich willkommen hier zu unserem kleinen, Let's Show nenne ich es einfach mal. Es ist kein Guide, es ist kein Let's Play. In den letzten Tagen haben mich wieder vermehrt Leute gefragt, Kraxel, was ist aus deinem verdammten Feuerbarb geworden? Und ich habe fleißig weitergespielt und ja, ich habe das ein oder andere Item gefunden und ja, ich würde euch das natürlich auch gern zeigen. Und dementsprechend machen wir jetzt einfach eine kleine Folge, wo ich euch nochmal mein Barb zeige und was ich vor allem auch dran geändert habe. Hier und da natürlich das ein oder andere Item gefunden. Von den Skills habe ich es, glaube ich, gar nicht weiter geändert, weil da fand ich es echt sehr, sehr angenehm zum Spielen. Und ich muss sagen, ja, es macht schon Bock. Also, an sich natürlich überall Feuerfertigkeiten drauf. Ich habe jetzt über 100% Feuerfertigkeiten erhöht. Das heißt, hier 18%, hier sind es nochmal 17%, 20%, 15%, hier auch nochmal, hier 20%, hier 15%, also an allen sind wir um die 100%. Und das ist richtig, richtig geil. Also, es macht sich richtig gut bemerkbar und mit dem ein oder anderen Item kann das auch wunderbar pushen. Und, ja, wie zum Beispiel jetzt hier durch unserem Gürtel. Das Aufsammeln von Heilkugeln löst eine Explosion aus, die Gegner im Umkreis von 20 Metern 301% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt. Das heißt, wir machen mit einer Heilkugel auch Schaden. 301% vom Waffenschaden. Und das ist echt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich habe hier allerdings... hier muss man entscheiden. Also eigentlich müsste ich den Verheerer in die linke Hand nehmen, die Axt in die rechte Hand. Dann kriege ich allerdings meinen Passiven nicht hier. Und zwar Axt... 5% kritische Trefferchance. Und das würde ich schon gern behalten. Da sind wir dann derzeit bei 45,5. Und dementsprechend müsste man es eigentlich noch ändern, dass man hier die höhere Waffenschadenwaffe reinmacht. Ihr seht das hier ganz gut. Schaden pro Sekunde. Und darunter steht dann die Zahl. 1769 wäre das Maximale. Und das ist der Waffenschaden. Danach richten sich dann auch hier die 301% auf dem Gürtel. So. Als wäre das nicht genug, ne, haben wir da echt noch eine gute Kombination gefunden, und zwar mein Begleiter hat hier erstmal das nette Item, wo alle Affixe bzw. alle Skills von dem aktiviert werden, und wir haben hier einen netten Hammer. Kritische Treffer haben eine Chance von 4% eine Heilkugel hervorzurufen, auch von unserem Begleiter. Das heißt, wenn unser Begleiter krittet, dann kann es durchaus passieren, dass da mal eine Heilkugel fliegt, und ich hatte teilweise, dass aus einem Pack 4-5 Heilkugeln geflogen sind. Ich laufe einmal durch die Heilkugeln durch und es ist einfach nur krass, was da alles so rumfliegt. So, dann haben wir auch noch, lass mir ganz kurz gucken, irgendwas hat da noch super funktioniert. Hier zum Beispiel. Heilkugeln stellen 29% eurer Primärressource wieder her. Also das Ding hier könnt ihr craften, ihr das Wickeltuch der Seelenernte, das ist das für Tutorial bzw. den Guide dazu, findet ihr auch bei mir auf dem Channel. Schaut einfach mal unter der Guide-Rubrik. Und ja, da habe ich mir diesen netten Teil hier gecraftet, also hier nochmal schön Feuerfertigkeiten 20% und Heilkugeln stellen 29% eurer Primärressource wieder her. Das heißt, mit jeder Heilkugel bekommen wir knapp 30% Wut rein. Und das funktioniert echt super. Also ich bin echt erstaunt, wie super das funktioniert, und ist eine nette Kombination, kann man nur empfehlen. Derzeit bin ich auf der Suche nach einem besseren Aschemantel. Ich habe jetzt einen gefunden, reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten um 26%. Ist schon mal sehr nett. Aschemantel an sich ist für den Bild sehr, sehr geil. Aber es ist natürlich hier ein recht schlechter Aschemantel, und da gibt es natürlich nochmal Besseres. Dann Magierfaust natürlich auch relativ crap, also nicht gut gerollt. Da muss ich natürlich hier noch ein bisschen aufbessern. Da bin ich derzeit auch schon bei Kardale am Gambeln. Noch kein Glück gehabt bis jetzt. So, Helm suche ich auch noch einen neuen, da habe ich mir so ein, zwei ausgesucht. Auch noch nicht gefunden, auch das ist in Arbeit. Dann haben wir auf jeden Fall ein nettes Feueramulett. Und zwar, Feuerfertigkeiten verursachen 17% mehr Schaden. So, da war noch, ich weiß gar nicht, was da drauf war, irgend so ein komischer Affix. Auf jeden Fall haben wir jetzt 100% kritischen Trefferschaden draufgerollt. Und das ist echt ein netter Bonus und macht auch nochmal gut Aua. So, von den Waffen her haben beide Feuerschaden und beide auch Feuerfertigkeiten verstärkt. Dann haben wir noch Eiskletterer. Wir können nicht mehr im Eis stehen bleiben. Das heißt, wir können da durchlaufen. Und hier auch noch erhöht den Schaden von Hammeruhren um 15%. Also unser praktisch Hauptskill ballert da nochmal richtig gut rein. Das macht sich auch bemerkbar. Dann haben wir auch noch Ringe. Leorix Siegelring, den habe ich am Sonntag in der Competition gefunden. Rewold, guckt euch das Ding an. Brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Ist schon sehr, sehr fett geworden. Und hier natürlich Stein von Jorn darf nicht fehlen, egal bei welchem Charm, mittlerweile wirklich sehr, sehr begehrt. Fehlt leider Crit Chance, ist aber nicht so schlimm, weil wir haben Feuerfertigkeiten 19% und Elite-Schaden 26% und dazu halt noch Trefferschaden, kritischen Trefferschaden um 50%. Das ist nochmal sehr, sehr nice, und maximale Wut plus 8. Da, auch das ist echt netter, ja, ist ganz nett, kann man sagen. Es ist ein netter Ring und möchte ich auch nicht mehr missen.
Ich bin jetzt übrigens ein bisschen auf Zähigkeit gegangen, weil vom Schaden her sitze ich schon ganz gut. Ich mache gute Treffer. Problem ist einfach, dass ich teilweise nicht lang genug stehe, weil einfach die Zähigkeit fehlt. Da arbeite ich nebenbei noch ein bisschen dran. Hier und da optimiere ich den natürlich immer ein bisschen. Und ja, vorübergehend hier erstmal die All-Rest-Steine reingeballert. So, ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell zusammen Rift hier, damit ihr auch seht, wie das Ganze hier wieder live ja, in der Umgebung aussieht, wie der rumwampt. Und Qual 3 ist eigentlich Pille-Palle. Qual 4 geht auch, Qual 5 geht sogar. Und so langsam nähere ich mich an Qual 6 und das ist wirklich sehr, 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 ja, nett. So, ihr seht, wir haben jetzt keine Buffs, okay, wir haben jetzt Kampfrausch drin, aber an sich keine großen Damage-Buffs drin und wir haben trotzdem um die 20 Mille Crits raus. Ist schon sehr, sehr geil, muss man sagen. Und ist derzeit auch echt mein Lieblingsschau wieder der Barb. Also endlich ist da wieder was, wo man sagen kann, ja, das macht wieder Spaß. Jetzt warten wir hier, zack, zack. So. Also ihr seht, das ist echt hier eine Sache von wenigen Sekunden, der ganze Trash. Mit Aufstampfen ziehe ich die übrigens alle ran. So, bisschen reinslashen. Hammer rein. Und dann hat es ja schon fast von alleine gegessen hier. So. Jetzt seht ihr hier die Heilkugel, zack. 8 Mille Crits gemacht. Und das ist echt ganz, ganz nice. Also, ich habe ein paar Kommentare unter dem letzten Video gehabt. Der Killspeed ist natürlich extrem scheiße. Jein. Also, es kommt natürlich drauf an. So, warte mal, ich mache mal kurz hier alles rein, was wir haben. So, zack, und los geht's mit der Party. Guck mal die AP an von dem netten Kameraden hier. Bams, aus. Der Killspeed an sich ist langsam. Muss ich recht geben, kann man aber durchaus optimieren, indem man einfach auf die kleinen Trash-Mobs verzichtet und einfach in die Gruppen direkt reinspringt. Das heißt, wir lassen einzelne Gegner stehen und widmen uns einfach nur den großen Gruppen. Auch da kann man wieder einiges rausholen am Killspeed her, ohne dass man jetzt hier so extrem drauf achten muss, was man da jetzt ja, macht, wo man den Killspeed jetzt extrem beeinflussen müsste. Ganz kurz aufpassen hier, jetzt ist hier gerade ein bisschen viel Gewusel, sehe ich gerade. Mal ganz kurz hier zur Heilkugel. So. Jetzt komm, ich häng fest, ich muss ganz kurz meinen Hammer schwingen lassen. Ah. Natürlich immer der kleine Nachteil, wenn du so viel Kacke da hast, ne? Ja, er zieht mich ruhig überall hin. Warte mal kurz die Heilkugeln. So, und jetzt geht's nochmal los hier. Jetzt geht's los. So, Hammer rein und los geht's. Hab schon erwähnt, dass es losgeht? Also auch hier wieder echt, der Schaden ist wirklich sehr, sehr gut. Kann man nicht meckern. Klar, jetzt kommen wieder viele, Erdbeben-Set, bla bla bla. Aber das muss man erstmal finden, ne? Ich habe jetzt zwei oder drei Teile vom Erdbeben-Set. Ne, zwei habe ich. Dritte fehlt mir noch. Also auch da, klar, ich werde das Erdbeben-Set auf jeden Fall dann auch testen und dementsprechend auch aufrüsten, weil das ist ja derzeit nun mal das Nonplusultra für einen Barb, aber derzeit bin ich echt sehr, sehr zufrieden mit meinem Feuerbarb und es macht auch Spaß, muss ich sagen. Also es geht an sich relativ zackig bei Elite-Gegnern und so weiter und so fort, hat man keine Probleme. Ich meine, wir haben jetzt hier innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Minuten, auf T3 62%, das ist doch schon gar nicht so schlecht, denke ich. Aber wir haben gerade hier eine super Monsterdichte, muss man sagen. Hallo? Ist man auf mich zu rammeln hier? So. Ja, und wenn man hier wieder Probleme haben sollte mit der Wut unten, einfach eine Heilkugel reinlaufen, zack, und dann habt ihr wieder voll. So, da hinten ist noch so ein Dickerchen. Ich klatsche mal ganz gerne auch die kleinen Gegner noch weg. Klar, es hält den Killspeed auf, aber ganz ehrlich, kann ich, also, warum auch nicht? Also, da kann immerhin auch ein Legendary rausfallen. Und lieber jetzt einen Gegner zwei Sekunden länger killen, beziehungsweise länger stehen und dann killen, als wenn ich jetzt hier mir einen Legendary durch die Lappen gehen lasse. Ist ja auch nicht so toll dann. Was haben wir hier? Wo bist du denn hier? Hammer First mal wieder. Haben wir eine super Map hier erwischt. Aber gut, ihr seht, Qual 3 ist echt Pille-Palle. Kann man gut mit leben. Ist auch jetzt nicht so extrem schwer. Klar, bei großen Gegnern, bei großen Monsterdichten, wie jetzt hier gerade der Fall ist, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ach, auch das mit ein bisschen Geschick kann man das wunderbar überspielen, beziehungsweise dann auch ausgleichen. Trash ist wirklich fast immer One-Hit. Das ist auch sehr, sehr cool. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich noch so finde für den Build. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den gerne mal nachmachen oder auch verbessern. Vielleicht habt ihr noch das ein oder andere Item, wo ihr sagt, ey Kraxel, komm, das würde deinem Barb noch gut tun. Immer in den Kommentaren schreiben, ich freue mich riesig drüber und werde das dann auch gezielt farmen oder zumindest versuchen zu farmen. Geht ja nicht immer alles so leicht, wie man es sich vorstellt. Aber ich glaube, zusammen kriegen wir da was Gutes hin. Warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz die 100% erreichen. Da ist auch schon unser Freund, der Rift Guardian, der Portal Fritze hier, der Riftwächter, tausend Namen. Jetzt haben wir hier die schicke Königin. Ich würde lieber warten, bis meine schicken Begleiter da sind. Also mein Bersi und alles, ne? Der macht das Ganze noch ein bisschen angenehmer.
Ah, gut. Machen wir mal so ganz schnell hier. So, eine Heilkugel. Macht nebenbei noch ein bisschen Damage. Ein bisschen Aua. So, da ist noch eine Heilkugel. Ihr seht, unten rechts haben wir Wutmangel. Das heißt, wir laufen einfach in die Heilkugel rein, haben wieder mehr Wut. Und da ist hier das Wickeltuch ist echt sehr, sehr, sehr nützlich. Also möchte ich nie mehr missen. Doch, ich habe einen Skill übrigens geändert. Kann ich euch gleich zeigen. Wenn wir den Rift-Fritzen hier fertig haben, zeige ich euch ganz kurz, welchen Skill ich geändert habe. Natürlich aufgrund der Armschienen, Handgelenke, Entschuldigung, aufgrund der Handgelenke kann man da auch den Skill ändern. Aber erkläre ich euch gleich nochmal ganz schnell. Jetzt mache ich erstmal den Keule hier ganz schnell platt. So, Heilkugel und los geht's. So. Irgendwas Schönes? Ne, nix. Aber immerhin eine Seele und ein bisschen Kleinkram hier. So, war's das jetzt hier oder was? Ne, das ist noch eine Fritze. Mein Gott, wo kommen denn alle rausgeschossen hier? Das ist ja unglaublich. Ja, komm. Schüttel dich. Die sind übrigens super, wenn ihr die habt. Die ganzen kleinen Ads, die rausfliegen, die bringen euch auch Prozente bei dem Rift. Also, da macht ihr die sauschnell fertig. So, noch irgendwas da? Ne, okay. Gehen wir ganz kurz zurück. Und dann zeige ich euch noch ganz kurz, welchen Skill ich geändert habe. So, und zwar habe ich hier die Passive geändert. In Raufbold. Also wir hatten vorher Animosität drin, brauchen wir jetzt nicht mehr, weil Wut ist nicht mehr unser Hauptproblem. Da nehmen wir einfach die Heilkugeln in Angriff, wie gesagt, und ich habe dann Raufbold genommen. Solange sich drei Gegner im Umkreis von 12 Metern befinden, wird sämtlicher von euch verursachter Schaden um 20% erhöht. Also das ist schon sehr, sehr nett und 20% ist schon eine Hausnummer. Sind immerhin bei 800.000, ich weiß nicht, 180.000 oder so um den Dreh. Bei 800.000, ja, kommt hin. Und wie gesagt, ist echt annehmbar. Also, ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Lasst mir Feedback da. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen oder anderen Verbesserungsvorschlag habt. Und dann sehen wir uns demnächst im nächsten Video. Ciao, Leute!